Guten Tag zusammen und herzlich willkommen zurück in der Makrowelt. Heute ist der 23. Oktober 2024 und wir springen wieder zurück an die Frontlinie zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine. Wir starten heute im Süden der Region Donetsk am Frontabschnitt Wuhledar. Die russischen Streitkräfte setzen 3 Wochen nach der Einnahme der Stadt die Angriffe in Richtung der Siedlung Bochojawlinka fort. Dabei nutzt die russische Militärführung ihre zahlenmäßige Überlegenheit und kann so Stück für Stück zum Dorf aufrücken. Im Laufe der letzten 48 Stunden gelang dem russischen Militär ein Vorstoß um bis zu 2 Kilometer in nordwestlicher Richtung. Dabei festigten sich russische Einheiten unter anderem in diesen Schützengräben, die auf der Karte in Schwarz markiert sind. Hier hatten wir gestern schon kurz angesprochen, dass die betroffenen Stellungen vom russischen Militär gestürmt werden. Darüber hinaus besetzten russische Truppen diverse weitere Waldstriche, darunter auch diesen Waldstrich, der nördlich der Straße liegt, die in Richtung Bochojawlinka führt. Folglich wurde am Frontverlauf eine Korrektur zugunsten der russischen Seite vorgenommen. Im Vergleich zum Vortag fällt dabei dieser Bereich von der grauen und ukrainischen in die rote Zone. Die direkte Entfernung von Wuhledar nach Bochojawlinka beträgt etwa 7 Kilometer. Die russischen Streitkräfte konnten inzwischen knapp die Hälfte zurücklegen, wobei etwa 3,5 Kilometer übrig bleiben. Von diesem Waldstrich aus gemessen stehen die russischen Truppen aktuell nur noch etwa 2 Kilometer vor der südöstlichen Grenze der Siedlung. Bei gleichbleibendem Tempo werden die russischen Streitkräfte also spätestens im November das Dorf erreichen können, wenn nicht sogar früher. Weiter geht's auf dem verbliebenen Gelände östlich des Wowtscha-Flusses. Sonderlich viel Gelände bleibt hier aus ukrainischer Sicht nicht mehr übrig, nachdem die russische 110. Brigade zu Beginn der Woche das Dorf Zhelane-Druche besetzen konnte. Nach dem erstmaligen russischen Eindringen in die Siedlung Soryane zogen sich die ukrainischen Streitkräfte vollständig vom kleinen Brückenkopf nördlich des Lasowa-Flusses zurück. Nun sichert die russische 110. Brigade Stück für Stück das von der Ukraine aufgegebene Gelände. Im Laufe der letzten 24 Stunden konnten die russischen Truppen um bis zu 750 Meter in westlicher Richtung aufrücken und damit ein weiteres Stück offenes Gelände sichern. Der Frontverlauf wurde auch hier angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Somit können wir einen weiteren russischen Geländegewinn fixieren. Ein Update kam heute aus der kleinen Siedlung Ismailowka, die an der westlichen Flanke der Stadt Chernik liegt. Russische Militärblogger veröffentlichten eine Drohnenaufnahme, auf der russische Soldaten der 114. Brigade eine rote Flagge über einem Haus in der Siedlung hissen. Damit wollen die russischen Soldaten die vollständige Kontrolle über das Dorf Ismailowka demonstrieren. Gefilmt wurden die russischen Soldaten dabei im westlichsten Teil von Ismailowka. Wir können schlussfolgern, dass die russischen Truppen sich in diesem Teil der Siedlung definitiv festsetzen konnten. Entsprechend wurde der Frontverlauf angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Eine vollständige russische Kontrolle der Siedlung wird noch geprüft und ist zum heutigen Abend nicht bestätigt. Ich denke, bis morgen Abend sollte bezüglich dieser Siedlung Klarheit herrschen. Auch die Nachbarsiedlung Novoselijewka wird von der russischen 114. Brigade aktuell gestürmt. Hier haben wir zum heutigen Tag die offizielle Bestätigung, dass die russischen Streitkräfte in den nordöstlichen Teil des Dorfes eindringen konnten. Auch eine aktuelle Drohnenaufnahme deutet darauf hin, entsprechend wurde hier ebenfalls die graue Zone vergrößert. Ein russisches Festsetzen in diesem Teil der Siedlung wird noch geprüft. Wesentlich bedrohlicher sind die russischen Vorstöße aus ukrainischer Sicht im Bereich der Stadt Selidowe. Das betrifft zum einen die südliche Flanke, wo hauptsächlich die russische 114. Brigade mit Teilen der 90. Panzerdivision operiert. Truppen der beiden Verbände konnten nun endgültig die Siedlung Zukurine einnehmen. Die verbliebenen Hallen und Gebäude im westlichen Teil des Dorfes fallen endgültig an die russische Seite. Damit steht nun auch die Siedlung Zukurine unter vollständiger russischer Kontrolle. Insgesamt gelang dem russischen Militär aber ein etwas tieferer Vorstoß um bis zu 1,5 Kilometer in Richtung der Siedlung Nowodmitrivka. Auch etwas nördlicher konnte das russische Militär um die gleiche Distanz aufrücken und einige Waldstriche und Stellungen sichern.
Am Frontverlauf wurde eine weitere etwas größere Korrektur vorgenommen. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen und ukrainischen in die rote Zone. Die russische Absicht besteht hier nun darin, die Siedlung Nowodmitrivka zu erreichen. Das Dorf liegt direkt auf der Straße, die die Städte Kurachowe und Selidowe verbindet. Damit stößt das russische Militär weiter an der südlichen Flanke von Selidowe vor und treibt das Umfassen der Stadt voran. Auch in Richtung der Siedlung Wischnjowe greifen russische Truppen aktuell an, das melden Militärblogger auf beiden Seiten. Mit einem Erreichen des Dorfes will die russische Militärführung die Versorgung der Stadt Selidowe abschneiden. Wegen dieser Tatsache hat die ukrainische Militärführung nach und nach Probleme bei der Versorgung von Selidowe. Davon berichten auch ukrainische Militärblogger, die in diesem Abschnitt präsent sind. So kann das russische Militär nach und nach mit dem Einsatz vieler kleiner Infanteriegruppen im östlichen Teil der Stadt Fuß fassen. Zunächst gelang dem russischen Militär ein Aufrücken östlich der Abraumhalde. Hier beträgt der russische Vorstoß bis zu 600 Meter in westlicher Richtung. Im Dacia-Gebiet vor der Stadt westlich von Michailowka konnte das russische Militär um etwa einen Kilometer aufrücken. Und zuletzt wird auch festgestellt, dass die russische Infanterie von der Mine aus knapp 500 Meter in westliche Richtung vorstoßen konnte. Dort gelang dem russischen Militär bereits das Festsetzen in den ersten Wohnhäusern, hauptsächlich an der Meru und an der Schiedner Straße. Damit können wir zum heutigen Tag festhalten, dass das russische Militär sich erstmals in der Stadt Selidowe festsetzen konnte. Der Frontverlauf wurde folglich angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Im Laufe des heutigen Tages kamen jedoch weitere aus ukrainischer Sicht besorgniserregende Nachrichten ans Licht. Ukrainische Militärblogger berichteten im Laufe des heutigen Tages, dass die ersten russischen Truppen bereits die mehrstöckigen Wohngebäude in der Stadt Selidowe erreicht haben. Auch eine russische Drohnenaufnahme bestätigt, dass die russischen Streitkräfte bereits die ersten mehrstöckigen Wohnhäuser erreichen konnten. Zu erkennen ist auf dieser Drohnenaufnahme eine gehisste russische Flagge auf einem der betroffenen Gebäude. Das ist damit der erste objektive Hinweis für russische Präsenz im zentralen Teil der Stadt. Wir können also schlussfolgern, dass russische Einheiten bereits im zentralen Teil von Selidowe aktiv und womöglich inzwischen den östlichen Teil der Stadt kontrollieren. Das soeben gezeigte Gebäude mit der russischen Flagge befindet sich dabei in diesem Teil der Stadt. Hier ist das Gebäude zu sehen, direkt an der Moskowska Straße. Bleibt abzuwarten, ob die russischen Truppen sich dort festsetzen können. Die graue Zone wurde vorläufig in westlicher Richtung vergrößert und umfasst nun nahezu den gesamten südöstlichen Teil von Selidowe. Eine aktuelle Drohnenaufnahme der ukrainischen 15. Spezialbrigade Karadag zeigt wiederum den Beschuss russischer Truppen an diesem Abschnitt der Zentralner Straße. Das ist damit die objektive Bestätigung dafür, dass das Dacia-Gebiet unter vollständiger russischer Kontrolle steht. Gemeint ist das Dacia-Gebiet zwischen Selidowe und der Siedlung Michailowka. Der Frontverlauf wurde hier folglich nochmals angepasst. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Im Laufe des heutigen Abends wurden ukrainische Militärblogger panisch und berichteten über eine äußerst schwierige Situation in der Stadt Selidowe. Ein ukrainischer Militärblogger schrieb zum Beispiel von einem russischen Vorstoß um 300 Meter in der Siedlung Wischnjowe. Das Dorf liegt wie gesagt westlich von Selidowe. Bisher hatten wir überhaupt keine Anzeichen dafür, dass die russische Infanterie im Dorf präsent ist. Gut möglich, dass das russische Militär bereits das Dorf Wischnjowe zu einem Teil kontrolliert. Ein weiterer ukrainischer Militärblogger schrieb besorgt, dass die russischen Streitkräfte alle Zufahrtsstraßen in die Stadt kontrollieren. Das würde bedeuten, dass nicht nur diese Straße, sondern auch diese beiden Straßen unter russischer Kontrolle stehen würden. Dabei soll der größte Teil der Stadt unter russischer Kontrolle stehen, so der ukrainische Militärblogger. Ob das stimmt, lässt sich erstmal nicht überprüfen. Auszuschließen ist das aber zum heutigen Tag nicht. Falls diese Aussagen korrekt sind, dann würden die ukrainischen Streitkräfte in der Stadt in einem Kessel liegen. Die panischen Aussagen ukrainischer Soldaten werde ich überprüfen. In jedem Fall wird es morgen ein ausführliches Update zur Stadt Selidowe geben.
Der Druck auf die Stadt bleibt insgesamt aus drei Richtungen enorm. Das russische Militär drückt hauptsächlich mit Kräften der 27. Schützendivision und der frischen 61. Marineinfanteriebrigade. Die russische Infanterie hat dabei eine deutliche zahlenmäßige Überlegenheit am Boden. Einige ukrainische Militärblogger nennen den Faktor 8. Das bedeutet, dass auf einen ukrainischen Soldaten 8 russische Soldaten angreifen. Unter diesen Bedingungen und dem massiven Druck an den Flanken ist es natürlich nur eine Frage der Zeit, bis auch die Stadt Selidowe fallen wird. Zum heutigen Abend ist ein Fall der Stadt noch in dieser Kalenderwoche nicht auszuschließen. So viel zur aktuellen Situation am Frontabschnitt Pokrowsk. Liebe Zuschauer, ich investiere täglich sehr viele Stunden in die Erstellung eines Berichts in diesem Sinne. Wenn Sie diesen Bericht hilfreich finden, dann lassen Sie doch bitte kurz einen Daumen nach oben unter dem Video da. Abonnieren Sie gerne auch den Kanal, um keine weiteren Updates zu verpassen, damit wir uns auch langsam in Richtung der 65.000 Abonnentenmarke bewegen können. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir machen weiter am Frontabschnitt Kremina-Svatove. Nach der Einnahme des Dorfes Newske hat die russische Militärführung nun Angriffe in südlicher Richtung entlang des Scherebez-Flusses gestartet. Noch am gestrigen Tag gelang dem russischen Militär dabei ein wesentlicher Vorstoß bis in das kleine Dorf Novosadove. Russische Einheiten der 144. Division konnten in das kleine Dorf einbrechen und es vollständig sichern. Die wenigen ukrainischen Truppen zogen sich folglich direkt in das Nachbardorf Terny zurück. Der russische Vorstoß betrug in südlicher Richtung bis zu 2,5 Kilometer. Die Siedlung Novosadowe steht damit zum heutigen Tag unter vollständiger russischer Kontrolle. Und auch östlich des Dorfes konnten russische Einheiten deutlich aufrücken. Hier wird eine russische Bewegung im offenen Gelände um bis zu 3 Kilometer in südwestlicher Richtung registriert. Insgesamt fallen hier etwa 15 Quadratkilometer Gelände an die russische 144. Schützendivision. Am Frontverlauf wurde folglich eine weitere für diesen Abschnitt ungewöhnlich große Korrektur vorgenommen. Im Vergleich zum Vortag fällt dabei dieser Bereich von der grauen und ukrainischen in die rote Zone. Nun verstärkt die russische Militärführung den Druck auf das Dorf Terny, dessen Einnahme zu Beginn dieses Kalenderjahres scheiterte. Damals unternahm die russische Militärführung hauptsächlich Frontalangriffe vom Osten her. Nun hat die russische Militärführung die Möglichkeit, das Dorf auch von nördlicher Richtung anzugreifen. So hat die russische Militärführung nun deutlich realistischere Chancen, den ukrainischen Brückenkopf am Scherebez-Fluss zu liquidieren und zur Stadt Liman aufzurücken. Gemeint ist mit dem Brückenkopf dieser Bereich östlich der Stadt Liman. Höchstwahrscheinlich wird die russische Militärführung zeitnah größere Kräfte in den Kampf führen. Letzte Woche hatten wir besprochen, dass die russische 25. Armee hier bis zu 35.000 Mann für Offensivaktionen in Richtung der Stadt Liman zur Verfügung hat. Etwas nördlicher konnten russische Truppen der 144. Division den Frontverlauf ein wenig zwischen den Siedlungen Makiivka und Newske begradigen. Hier wird ein russischer Vorstoß um bis zu 500 Meter in westlicher Richtung festgestellt. Im Vergleich zum Vortag fällt dieser Bereich von der grauen in die rote Zone. Auch hier ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die russische Seite den Brückenkopf zwischen den beiden Siedlungen am Scherebez-Fluss liquidieren wird. Wir machen direkt weiter am Osgiel-Fluss. Dort festigt sich die erste russische Panzerarmee weiter in der Siedlung Kruchljakivka. Im Laufe der letzten Tage konnten die russischen Streitkräfte den Kontrollbereich im Zentrum des Dorfes vor der R79-Straße deutlich ausweiten. Um bis zu 1 Kilometer konnte das russische Militär dabei in südlicher Richtung vorstoßen. Weitere Straßen und Häuserruinen fallen damit an das russische Militär. Damit wurde auch in der Siedlung Kruchljakivka der Frontverlauf angepasst, wobei im Vergleich zum Vortag dieser Bereich von der grauen in die rote Zone fällt. Inzwischen steht mehr als die Hälfte des Dorfes unter sicherer russischer Kontrolle. Das russische Militär zieht zusätzliche Kräfte in das Dorf heran, um die Angriffe in südlicher und nördlicher Richtung entlang des Oskil-Flusses fortzusetzen. Das zur aktuellen Situation am Frontabschnitt Kremina-Svatove-Kupjansk. An der Charkiw-Front bleibt die Lage weiterhin unverändert und auch an der Kursk-Front werden keine wesentlichen Frontverschiebungen registriert. Allerdings gibt es Neuigkeiten vom ukrainischen Geheimdienstchef Kirill Budanov. Budanov verkündete noch gestern Abend, dass die ersten nordkoreanischen Truppen
Heute am 23. Oktober in der Kursk-Front eintreffen werden. Er konnte dabei noch nicht genau sagen, wie viele es sein werden und wie gut sie ausgerüstet sein werden. Jedoch soll sich das in den nächsten Tagen herausstellen. Wir können also jetzt zum heutigen Abend davon ausgehen, dass die ersten nordkoreanischen Einheiten bereits aus dem fernen russischen Osten in die Ukraine, Entschuldigung, an der Grenze zur Ukraine verlegt wurden. Zu einer hohen Wahrscheinlichkeit werden diese Einheiten zeitnah die russische Gegenoffensive in der Kursk Oblast unterstützen. Ob sie dabei aktiv an Kämpfen teilnehmen oder nur andere russische Teile ablösen werden, ist zunächst unklar. Mit dem Ablösen russischer Teile meine ich das Ablösen der russischen Kräfte, die an einzelnen Abschnitten die Verteidigung halten. Diese Kräfte könnten dann an Offensivaktionen teilnehmen, statt einfach nur in der Defensive zu stehen. Im Laufe des heutigen Tages konkretisierte der ukrainische Geheimdienstchef seine Aussagen über die Situation mit den nordkoreanischen Soldaten im Allgemeinen. Budanow sagte, dass Nordkorea bereits 500 Offiziere und drei Generäle nach Russland geschickt hat. Außerdem sagte er heute öffentlich, dass Nordkorea im Gegenzug für das Übergeben von Truppen und Waffen gewisse Technologien von Russland zur Verfügung gestellt bekommt. Die Rede ist von Technologien für taktische Atomwaffen und Unterwasserraketensysteme. Nordkoreas Diktator Kim Jong-un profitiert also vor allem in Hinsicht auf den Erhalt von militärischem Know-how. Heute bestätigte auch das US-Verteidigungsministerium, dass Nordkorea Truppen an Russland übergeben hat. Der US-Verteidigungsminister Austin sprach dabei von Beweisen, die nun auch der US-Geheimdienst hat. Allerdings wisse das Pentagon noch nicht, was die nordkoreanischen Truppen in Russland vorhaben. Eine Antwort auf den Einsatz nordkoreanischer Truppen im Ukraine-Krieg haben die Vereinigten Staaten erstmal keine Antwort angekündigt. Das russische Verteidigungsministerium bestreitet dabei weiterhin öffentlich die Ankunft nordkoreanischer Soldaten auf dem eigenen Territorium. Wir haben in den letzten Tagen schon verschiedene Videos besprochen, die die Präsenz nordkoreanischer Soldaten zumindest im fernen Osten Russlands nördlich von Wladiwostok zeigten. Die Entwicklungen mit den nordkoreanischen Truppen werden wir natürlich weiter genauestens beobachten. Falls die Soldaten tatsächlich zeitnah die ersten Kampfeinsätze unternehmen sollten, werden wir das natürlich auf diesem Kanal besprechen. In der vergangenen Nacht unternahmen die russischen Streitkräfte einen weiteren Luftangriff auf das ukrainische Territorium. Eingesetzt wurden 81 Angriffsdrohnen des Typs Shahid 136. Zudem wurde die Hafenstadt Odessa von einer luftgelenkten Rakete des Typs H-31 angegriffen. Die ukrainische Luftabwehr konnte diese Rakete zwar nicht abfangen, dafür aber 57 der 81 Drohnen. 15 weitere Drohnen stürzten anderweitig ab und 9 Drohnen befanden sich zum Zeitpunkt 9 Uhr morgens noch in der Luft. Was mit diesen letztlich geschehen ist, bleibt ungeklärt. Mögliche Folgen des russischen Angriffs wurden zum heutigen Tag nicht genannt. Wir können aber davon ausgehen, dass die eine Rakete die Stadt Odessa treffen konnte. So viel zur aktuellen Situation in der Ukraine zum 23. Oktober. Ich hoffe, Sie fanden diesen Bericht informativ und hilfreich. Wenn ja, dann lassen Sie doch bitte kurz einen Daumen nach oben unter dem Video da. Abonnieren Sie außerdem gerne diesen Kanal für zusätzliche Informationen und tägliche Berichte aus der Ukraine. Ich denke, in den nächsten Tagen und Wochen erwarten uns noch weitere interessante Entwicklungen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung und damit hören wir uns wie gewohnt morgen Abend wieder. Bis dahin, einen schönen Abend.